Sehr, sehr schön und so interessant. Ich habe sowas noch nie gesehen. So ein kleiner Junge und hat schon eine Glatze. Aber Walitzki, das ist noch nicht fertig. Der bekommt noch Haare. Er bekommt noch Haare. Ja. Das ist möglich. Der ist ja noch sehr jung. Aber jetzt kommen Sie. Sie haben noch heute nichts gegessen. Ja, sofort. Kommen. Wenn wir später machen, kommen Sie. Nein. Da ist sie, sie hat gearbeitet. Wie haben Sie geschlafen, Mama? Mama, ich habe bereits gefrühstückt. Du dürfen nicht böse sein, Mama, ich habe gearbeitet. Du lässt deine Mutter warten. Deine Respektlosigkeit übersteigt jedes Maß. Lassen Sie, kommen Sie. Trinken Sie die Milch aus, das ist gut für Sie. Mama versteht mich nicht. Ja, sie ist nervös, das müssen Sie einsehen, Maria. Sie nimmt meine Arbeit nicht ernst. Wollen Sie mir folgen? Ja. Trinken Sie die Milch aus. Das ist gesund für Sie. Pardon, Herr Professor Passieu ist da und möchte das gnädige Fräulein sprechen. Passieu ist hier? Ja, erwarte im Atelier. Ja, soll nur warten. Nein, nein, ich kann doch Passieu nicht warten lassen. Ich komme schon. Aber Maria, ich flehe Sie an, Maria. Bin gleich wieder da. Ich bin so neugierig, was er zu meinem Bild sagt. Maria, nur einen Schluck, Maria. Da haben Sie meine Tochter. Für nichts interessiert sie sich, als für diese sinnlose Pinselei. Na lassen Sie sich doch. Daran sind Sie schuld, Doktor. Sie haben mir diesen Passieu ins Haus gebracht. Den teuersten Maler von Paris habe ich für meine Tochter als Lehrer engagieren müssen. Wenn es Sie glücklich macht. Ich verstehe Sie nicht. Sie geben mir immer recht. Maria kann tun und lassen, was sie will. Sie werden nichts dagegen haben. Nein, Madame, nie. Und eines Tages werden Sie mir vielleicht recht geben. Passieu, wie schön, dass Sie gekommen sind. Na, wie gefallen Ihnen meine Gassenbuben? Haben Sie sie schon angesehen? Auf die Häuser da hinten dürfen Sie nicht achten, sie sind noch ziemlich unfertig. Das will ich noch schärfer abgrenzen, sehen Sie? So, damit ich diese etwas merkwürdige Stimmung... Sehen Sie nicht? Ich bin nicht wegen des Bildes gekommen, Maria. Oh, nein? Ich wollte Sie fragen, ich... Ja, es ist sehr schwer. Wollen Sie meine Frau werden? Ich? Ich habe Sie sehr gern, Maria. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und... Passieu, Sie wissen, wie sehr ich Sie verehre. Ja, also ja. Nein. Bitte lassen Sie mich aussprechen. Nicht nötig. Doch. Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen, Maria. Doch. Sie sollen nicht glauben, dass ich vielleicht wegen eines anderen Mannes... Es gibt keinen Menschen, an dem ich so hänge wie an Ihnen, Passieu. Vielleicht später einmal. Will ich etwas erreichen? Ich bin Malerin, ich bin grenzenlos ehrgeizig. Ich kann nichts dafür. Sorge nicht für die Ehe, was für. Ja, was ich zu dem Bild sage, wollten Sie wissen. Woher haben Sie die Kinder? Modellmarkt, was? Ja, Sie sind falsch. Das ist viel zu sauber, viel zu kultiviert. Sie müssen natürlich dorthin gehen, wo sich solche Kinder wirklich herumtreiben. Im Norden, im Osten, an der Bastille am besten. Freilich für eine Dame keine sehr angenehme Gegend. Aber wenn es sich um Ihren Ehrgeiz handelt, setzen Sie sich ja über alles hinweg. Hören Sie. Auf Wiedersehen.
Wir bleiben gute Freunde, nicht wahr? Natürlich. Und ich darf wieder zu Ihnen kommen und Ihnen meine Arbeiten zeigen. So oft Sie wollen. Albertine, meine Jacke, meinen Hut und der Wagen soll vorfahren. Zur Bastille? Jawohl, gnädiges Fräulein. Maria! Maria! Die Milch, nein, die Milch! Nein, kann ich nicht. Ich muss fort, ich muss arbeiten. Nein, Maria, jetzt, so, Maria, jetzt müssen wir trinken. Bitte schön. Also bitte. Gut, gut. Sagen Sie, wo fahren wir eigentlich hin? Studien machen für mein Bild. Basieu hat gesagt, ich brauche bessere Modelle. Ja, da hast du vollkommen recht. Wir müssen Kinder suchen ohne Platz. Ja, das Bild muss doch Sensation machen. Ich will doch dafür die große goldene Medaille bekommen. Ja, die werden Sie auch machen. So eine große Medaille werden Sie bekommen. Ganz sicher. Ja. Sie werden wo sind Sie eigentlich? Das weiß ich nicht. Maria, wo fahren wir hin? Zu Bastille. Was, zu Bastille? Ja. Das erlaube ich nicht, Maria. Das ist keine Gänse. Warum nicht? Ich erlaube es nicht. Hallo, Jules, umkehren. Nein. Ja, halten Sie, kehren Sie um, kehren Sie um. Das ist das schlimmste Viertel von Paris. Jeden Tag passiert hier etwas. Maria, ich erlaube es nicht. Das, Maria, wo sind Sie? Maria, warten Sie. Maria, kommen Sie, ich erlaube es nicht. Aber Sie erlauben mir doch sonst alles. Nein, sonst alles, aber ich erlaube es nicht. Ich lasse sie nicht zu. Zu diesen Verbrechern kommen Sie, Maria. Ich erlaube nicht, dass Sie hier bleiben. Auf keinen Fall, Maria. Sofort kommen Sie mit mir. Ich verstehe. Sehen Sie mal ein Fotoatelier. Ja, schön. Nach Hause. Kommen Sie. Wir wollen uns fotografieren lassen, ja? Was, fotografieren? Ja, ich habe mir immer schon ein Bild von Ihnen gewünscht. Mir? Ja. Also nach Hause kommen. Wollen Sie mir jeden Wunsch abschlagen? Mhm. Ja, kommen Sie. Guten Tag, meine Herrschaften. Bitte nur näher zu treten, meine Herrschaften. Ein zwangloses Gruppenbild vielleicht. Oder vielleicht die beiden Herrschaften je einzeln. Einzeln, bitte. Zuerst den Herrn. Nein, so, warum nicht? Ich will sehr gerne, wie die Herrschaften wünschen. Sie erhalten von mir ein naturgetreues Konterfei in höchster künstlerischer Vollendung. Darf ich bitten? Nein, vielleicht erst die Dame, ja. Nein, danke, ich warte. Die Haltung muss leger sein, der Blick in die Ferne gerichtet. Die Füße kommen mit drauf. 2 Franc teurer, aber die ganze prachtvolle Figur. Wunderbar, sehen Sie aus, Walitzki. Nur die Kopfhaltung ist nicht graziös genug. So, Moment. Machst du? So ist es schön. Gut. Ja. Gleich werden wir so weit sein. Was haben Sie da? Was ist das? Ach, das dient nur zu Ihrer Unterstützung, damit Sie während der Aufnahme nicht die Stellung wechseln. In diesem Fall wäre nämlich die Aufnahme verwackelt, infolgedessen undeutlich und unverwendbar. Und unverwendbare Aufnahmen sind schrecklich. So, bitte. Hier? So, wir können gleich beginnen mit der Aufnahme. Maria. Ich freue mich so auf das Bild, Walitzki. Wirklich? Ja. Ich muss die Dame bitten, sich etwas beiseite zu verfügen. Maria! Ich muss den Herrn bitten, sich nicht zu bewegen. Ja. Hallo. Wie lange dauert so eine Aufnahme? Ein Weilchen, nur ein kleines Weilchen. Sobald wir fertig sind, werde ich Ihnen sagen, ich danke verbindlich. Danke verbindlich? Sind wir soweit? Jawohl, Gnädigste. Und jetzt ganz freundlich, mein Herr. Und nicht bewegen. Achtung! Jetzt! Maria, wollen Sie nicht. Ich bitte den Mund nicht zu bewegen. Maria, wollen Sie nicht so. Thank you.
Sie denn da? Mir hat der Kleine so gut gefallen. Ich möchte ihn gern zeichnen. Na ja. Geh. So bleib. Ganz ruhig. Ruhig schön, ja. Soll ich nicht dem Jungen ein frisches Hemd anziehen? Ich bin nämlich der Onkel. Nein, danke. So wie es so ist, ist gut. Also, ich finde das eigentlich ausgezeichnet, nicht? Diese Ähnlichkeit mit dem Kind, hm? Wie es leicht und lebt. Wunderbar. Also, ich finde das ganz ausgezeichnet, hm? Wunderbar. Eine große Gelegenheit, da hier mal einen Künstler bei der Arbeit zu sehen, nicht? Und diese Leichtigkeit. Also, ich sage es immer, meine Herren, ein richtiges Talent setzt sich immer durch. Geschicklichkeit ist keine Zauberei, das habe ich schon vor Jahren gesagt, als ich hübsch und jung war. Ich danke verbindlich. So, mein Herr, jetzt sind wir fertig. Sie dürfen sich schon bewegen. Maria. Maria, das war das erste und letzte. Wo ist die Dame? Die Dame ist fortgegangen. Was? Wann ist die Dame fortgegangen? Vor einer halben Stunde etwa. Fortgegangen? Maria! Maria! Wo ist Maria? Ja, ich habe das gnädige Fräulein nicht gesehen. Also rasch nachfahren, wir müssen sie suchen. Vielleicht bei der Kirche. Ja. Oder am Wasser. Ja. Rasch, rasch, rasch! So, darf ich mal sehen? Nein, ist das schön. Wunderbar. Ich möchte Ihnen was geben, Sie waren so freundlich zu mir. Wo ist mein Geld? Wie bitte? Was wollen Sie denn? Was für Geld? Mein Geld ist weg. Es war hier in der Tasche und jetzt ist es weg. Da wollen Sie vielleicht behaupten, wir haben es gestohlen? Sie? Ich will mein Geld wieder haben. Das lassen wir uns nicht gefallen. Ja. Ehrliche Leute zu beleidigen. Sie. Ich will mein Geld wieder haben. Was für ein Geld wollen Sie? Was haben Sie überhaupt hier? Was haben Sie überhaupt hier? Wenn ich mein Geld nicht sofort zurückbekomme, hole ich die Polizei. Ich bin ausrotten, Mr. Wittigan. Ich bin einfach ausrotten. Wo wohnen Sie? Es geht Sie nicht an. Ich will Sie nach Haus bringen. Das brauchen Sie nicht, ich habe meinen eigenen Wagen. Aber leider nicht hier. Doch, dort oben am Kilb, vor der Fotografenbude. Führen Sie mich dorthin. Bitte. Bitte. Sie sind ja vollständig durchnässt. Sie müssen sich umkleiden. Fahren Sie mich zum Fotografen. Ist das Ihr Wagen? Wo? Wer da? Ach. Verzeihen Sie bitte vielmals, dass ich Ihnen geholfen habe. Oh ja, das war sehr nett von Ihnen. Er ist ganz plötzlich davon gelaufen und in der Eile vergaß er sogar die Anzahlung. Sie wissen Sie, wohin er gefahren ist? Nein, ich bedauere, Herr Liebhaft, meine Damen. Er war sehr beunruhigt und in der begreiflichen Erregung vergaß er sogar die Anzahlung. Das ist schrecklich. Ja, es ist mir auch sehr peinlich, meine, das habe ich auch gesagt. Aber ich denke, die Haben Dame Sie hier ist vielleicht doch... irgendein Kleid da? Ich bin nass geworden und friere ein bisschen. Ach, ich werde im Fundus nachsehen. Hoffentlich hat sich die Dame nicht erkältet. Moment mal. Ihr Wagen ist noch immer nicht da. Das weiß ich. Ich stehe Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, wenn ich Sie nach Hause bringen darf. Ich brauche Ihre Hilfe wirklich nicht, danke. So, hier wäre etwas, meine Dame. Oh, vielleicht eine Aufnahme gefällig? Vielleicht mit der Dame zusammen? Oh, gern. Nein, bitte, wo kann ich mich rasch umziehen? Gleich nebenan, bitte. Ich muss aber bitten, dieser Mantel und dieser Hut sind meine wertvollsten Stücke. 20 Frau ist bestimmt nicht zu viel. Insbesondere, wo doch der Herr vorhin mit der Anzahlung... Ja, selbstverständlich.
habe leider gar kein Geld bei mir. Verzeihen Sie bitte. Oh, ich weiß, Sie brauchen meine Hilfe nicht. Ich soll nach Hause gehen. Nein, ich... Können Sie mir 20 Franken leihen? Bitte, gern. Ich bin wirklich sehr dankbar. Bitte schön, meine Dame. Darf ich bitten? Der Herr hat ein besonders ausdrucksvolles Profil. So, wie unangenehm. In Ihrem Fall würde sich eine Aufnahme bestimmt lohnen. Nein, danke. Geben Sie sich keine Mühe. Ich lasse mich nie fotografieren. Ich lasse mich nicht einmal malen. Trotz meines besonders ausdrucksvollen Profils. Schade. Sehr schade. Wieder Herr Wims. Jetzt nach Hause. Zu liebenswürdig. Bitte schön. Warte. Sie haben wirklich ein ganz interessantes Profil. Nicht wahr? Ja. Ich habe Sie leider nur halb von hinten erwischt. Wieso? Da. Das schau her. Machen Sie das beruflich? Warum? Sie sind nämlich sehr anständig. Ich verstehe was davon. Aha. Sie sind wohl ein sehr berühmter Kunstmaler, was? Nein, Pferdehändler. Und Sie? Ich bin nur ein armes, kleines Malermobil. Mit einer eleganten Equipage und einer Wohnung im schönsten Viertel von Paris. Das gehört alles meinem Freund. Was ist denn? Das nicht. Die Pferde werden immer scheu, wenn jemand lügt. So? Ich dachte, die müssen bei Ihnen längst daran gewöhnt sein. Maria! Maria, ich bin schon halb tot vor Angst. Es ist nichts geschehen, Walitzki. Ich wollte schon die Polizei verständigen. Wo waren Sie denn? Wie schauen Sie denn? Ja, ich habe mich umziehen müssen. Oh! Oh, was ist geschehen? Jetzt habe ich ihm die 20 Franken nicht zurückgegeben. Tschu, wem? Dem Pferdehändler. Mhm. Du hast dir von einem Pferdehändler 20 Franken ausgeliehen? Stimmt das, Walitzki? Ich weiß nicht, liebe Frau. Ja, waren Sie denn nicht mit ihr? Nein, ich konnte nicht. Ich war angeschraubt. Angeschraubt? Wo? An einem Eisengestell. Warum? Ich weiß nicht, damit ich nicht wackle. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Und wie läufst du denn herum? Ich habe Skizzen gemacht. Ist ja ganz nass. Alles wegen dieser dummen Malerei und wegen dieses Herrn Bassieu. Wegen dieses Herrn Bassieu, der nicht einmal malen kann. Hat sich nicht erkältet, Mama? Was sagen Sie, Mama? Hast du die Revue nicht gelesen? Bitte komm, ich dachte nicht. Maria, fühle ich auch wirklich wohl. Sehr wohl, Maria. Nicht passiert. Sie müssen nicht immer so besorgt sein. Nein. Was ist mit Bassieu? Der Lehrer meiner Tochter. Ah, hier, bitte. In seiner Darstellung kann man einen Tisch nicht von einer Schildkröte unterscheiden. So unlebendig sind sie beide. Unbegreiflich ist, dass Herr Bassieu bei so erstaunlichem Talentmangel in einer Stadt wie Paris in den Ruf eines Malers kommen konnte. Und darauf geben Sie etwas, Mama, was ein Winkeljournalist zusammenschreibt. Winkeljournalist? Das hat der bedeutendste Schriftsteller Frankreichs geschrieben. Guy de Maupassant. Ein Mann, auf dessen Urteil die ganze Welt hört. Einen Platz, mein Herr. Ich habe noch einen ausgezeichneten Tisch auf dem Rhein. Wo sind diese Paris? Ah, der Herr erwartet vielleicht eine Dame. Wo diese Paris sind? Dort hinten, gleich an der Treppe, mein Herr. Paris ist die Frau einer Leben, darum liebe ich Paris, darum liebe ich mein Paris. Jeder Kuss wird zum Schluss einer Leben ist, darum fühle ich mich so wohl in Paris. Einer sagt dem anderen leise, lieber Freund, ganz unter uns. Ja, in Paris sind die Frauen ein Erlebnis, denn man findet was und dies in Paris. Ein Blick und du findest, was es gibt, die Blonde und die Frau. Das ist der Mann! Sie, Herr Maupassant? Ja. Was sind Sie? Haben Sie das geschrieben? Warum fragen Sie? Da steht doch mein Name. Wissen Sie, wer ich bin? Nein, ich bedauere. Ich bin Bassieu! Das konnte ich nicht ahnen. Auf Ihrem Selbstporträt sehen Sie ganz anders aus. Aber bitte, machen Sie doch keine Geschichte. Aber lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Das geht Sie gar nicht anders. Was ist denn passiert? Der Herr von Maupassant gelassen. Was? Verzeihen Sie vielmals, Herr von Maupassant. Darf ich Sie um ein Autogramm bitten? Bitte schön. Ich
bin ein leidenschaftlicher Autogrammsammler. Habe erst in den letzten Wochen von dem berühmten Massenmörder Ballas ein Autogramm bekommen. So, hier bitte. Danke, Herr Gims, und bitte entschuldigen Sie mich vielmals, auch bei der Dame für die Störung. Ein Polizist. Aber nein, der Vorherr. Ach so, das war ein Maler, über den ich eine schlechte Kritik geschrieben habe. Du, ob er mich gesehen hat? Das weiß ich nicht. Komm, drin. Ja. Nein, erst musst du mir sagen, wer die Frau war. Ich hab dir doch schon gesagt, ich kenne sie nicht. Du fährst mit ihr in deinem Wagen spazieren und kennst sie nicht? Nein. Gar nichts davon. Doch. Ich war in den dunkelsten Winkeln von Paris, wie Sie es mir geraten haben. So. Es ist gar keine leichte Arbeit da unten. Die Leute sind so rabiat. Das ist gut. Wirklich? Das ist ausgezeichnet. Schön, dass Sie das sagen. Wer ist denn das? Ein Pferdehändler. Ja, Sie machen entschieden Fortschritte. Die Methode mit dem grenzenlosen Ehrgeiz bewährt sich. Ich muss gehen, ich habe eine Fahrtregel. Nein, ich bitte, bleiben Sie, Maria. Ich möchte Ihnen noch... Ich bitte, bleiben Sie. Ich habe... Haben Sie mein neues Bild schon gesehen? Da, hier. Wie gefällt es Ihnen? Ich finde nämlich den Farbenkontrast zwischen dem Brokatstoff und der weißen Haut so reizvoll. Ich muss es wirklich gehen, Basile. Sie kommen bald wieder, Maria. Leben Sie wohl. Sie hat den Schirm vergessen. Wenn Sie sich beeilen, erreichen Sie sie noch. Ich bringe ihn ihr schon. Zur Rollschuhbahn, bitte. Zur Rollschuhbahn? Jawohl, gnädiges Fräulein. Ihr Schiff, Fräulein. Oh, danke. Sie können gehen. Sie haben wohl gehofft, sie würde wegen des Schirms zurückkommen, nicht wahr? Sie können gehen! Wenn Sie eine Ahnung hätten, was Sie mir antun. Aber mir macht es doch so große Freude. Ich kann unmöglich alleine rumlaufen. Wenn Sie glauben, dass der Anblick schön sein wird, wenn Sie mit mir rumlaufen. Aber Walitzki, nicht so fest, bitte. Ich werde sicher hinfallen. Ausgeschlossen, ich pass schon auf. Maria, ich wette mit Ihnen um 10 Frauen, dass ich hinfallen werde. Wie wette halt? So, der Herr ist fertig. Ich danke, ich werde warten, bis die Dame aufwärts. Ja, verzeihen Sie, wir brauchen den Platz. Gut, gut, ich gehe. Ja, kommen Sie, ich werde schon nicht. Langsam, langsam. Maria! Maria! Ich komm gleich! Maria! Bin ich mal fertig? So wird mir gefahren. Nein, Moment, meine, ich komme sofort. Nein, nein, lassen Sie mich nicht allein! Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mir ein wenig behilflich zu sein? Bitte schön, selbstverständlich. Danke schön.
Von Ihnen kriege ich noch 20 Mark. Auf Sie! Ja, leider kein Geld bei mir. So? Ich bin doch nur ein armes Ladenmädchen. Ich dachte, Sie sind Malermodell. Ja, richtig. Und wie geht es Ihnen fair? Oh, danke, alle munter. Ihr reicher Freund ist natürlich auch hier. Ja, natürlich. So. Ich habe ihn leider verloren. Na, da ist er schon. Maria, ich bekomme 10 Frauen von Ihnen. Nicht möglich. Nicht möglich? Bitte schön. Das geht Ihnen wohl überall Geld schuldig, nicht? Das ist mein Pferdehändler. Sehr Freund, ich bin auch ein großer Tierfreund. Ja, Sie können sich jeden Luxus leisten. Sie sind ja steinreich. Nicht? Ne? Ich bin steinreich. Jetzt kommen Sie, wir laufen ein bisschen. Ja, nein, ich laufen kann ich nicht. Wir reißen jeden mit. Schauen Sie den Hut, dann muss ich den Hut bügeln lassen. Hallo, lass den Hut bügeln. Langsam, langsam, langsam. Oh, Herr von Hofmannsson. Erlauben Sie, dass ich Sie mit meiner Frau bekannt mache. Sie ist eine große Verehrerin Ihrer Kunst und ich habe es ihr versprochen, Sie ihr vorzustellen. Bitte. Darf ich dir Herrn von Maupassant vorstellen? Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Nein, nun bist du wohl zufrieden, was da du im leibhaften Chor dir siehst. Ach, mich entschuldigen Sie wohl einen Augenblick. Ich wollte Ihnen schon längst sagen, wie sehr ich Ihre Novellen liebe. Wie kannst du so unvorsichtig sein? Was hier? Wo sonst? Wenn du jetzt wieder keine Zeit haben wirst, dann werde was ich... Was dann? Das wirst du schon sehen. So. Ja. Jenny! Ja, Lilian, ich komme. Ich hoffe sehr, Sie recht bald wiederzusehen. Wollen wir ein bisschen fortgehen? Wer? Wir beide, Sie und ich. Wohin? Wohin Sie wollen. Ich möchte nicht gerne hier bleiben. Das wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Verzeihen Sie bitte. Wunderbar laufen Sie. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Gut, ich komme. Seit Tagen lässt du dich von mir verleugnen. Du weichst mir aus. Jenny. Ich habe dir schon 2 Briefe geschrieben und du hast sie nicht beantwortet. Jenny, du bist in eine andere Frau verliebt. Nein, das bestimmt. Du kannst mich nicht so einfach so stehen lassen wie irgendein kleines Mädel. Jenny, lass mich einmal sprechen. Du musst vernünftig sein. Es hat doch keinen... Das ist doch Unsinn. Ich lass mich nicht lass so doch meine Kinder rein. Nein, doch. Nimm dich zusammen, es kommen Leute. Hier? Warum? Wir haben Sie denn keinen Schuss gehört? Ein Schuss? Nein. Ach, ich verstehe. Nebenan hat nämlich der Wind eine Türe ziemlich laut zugeschlagen. Aber ein Schuss? Nein. Ich glaube, gnädige Frau, ich darf mich jetzt verabschieden. Schon gehen? Ja, ich muss fort. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie geben mir nicht die Hand. Doch. Warten Sie hier auf mich. Nein, ich habe keine Zeit. Doch, Sie müssen warten. Willst du mir nicht endlich sagen, Kind, was du eigentlich hast? Ja, hat vielleicht dieser Maupassant dich beleidigt? Ich kann nicht verstehen, wie man durch einen Menschen, den man erst 5 Minuten kennt, so aus der Fassung gebracht werden kann. Ich bin sehr nervös. Ja, du musst dich erholen. Das sage ich doch die ganze Zeit, aber du willst ja nicht aus Paris fahren. Doch, wir wollen weg.
Sobald wie möglich. Na siehst du, jetzt bist du vernünftig. So. Zeigen Sie mir Ihre Hand. Wozu? Ich bin Arzt. Das ist nicht der Rede wert. Muss sofort ausgewaschen werden. Kommen Sie hier in den Sanitätsraum. Kommen Sie. Gleich sind wir soweit. Maria, bitte gehen Sie hinaus. Warum? Gehen Sie bitte hinaus. Setzen Sie sich. Ich möchte hier bleiben. Da sitzt sie und sie zittert und sie ist so bleich wie Marmor. Sie sind aber ein poetischer Pferdehändler. Ist das von Ihnen? Von Heine. Ich bin tief betrübt, dass Sie so ungebildet sind. Tut's weh? Nein. So, fertig. Es können morgen wieder Pferde strecken. Danke. Was bin ich Ihnen schuldig? Gar nichts. Es war mir ein Problem. Mir auch. Sie war sehr nett zu mir. Besser wäre natürlich, ihn jetzt nicht allein zu lassen. Es kann eine kleine Komplikation dazwischen kommen. Wir könnten ja noch ein bisschen zusammenbleiben. Nein, ich nicht. Nein, ich nicht. Ich habe wirklich eine sehr dringende Besprechung. Ich kann nicht. Wir gehen ein Glas Wein trinken, ne? Tun Sie es. Sonst tritt wirklich noch eine kleine Komplikation ein. Hallo, Herr Ober. Eine gute Zigarre. Sehr wohl, mein Herr. Nicht, dass Sie hier stören. Da ist doch noch ein Zimmer. Gehen Sie doch da hinein. Entschuldigen Sie. Übrigens, Dankeschön. Zwei Appel. Bitte sehr, meine. Ich glaube, ich bin Ihnen noch eine Erklärung schuldig. Diese Frau... Diese Frau muss Sie sehr gern gehabt haben.
Es scheint so. Sie haben sie sicher ganz unglücklich gemacht, wenn sie das getan hat. Haben Sie so viel Erfahrung in diesen Dingen? Ja. Sie glauben mir wohl. Oh, ich würde nie wagen, an den Worten einer Dame zu zweifeln. Ich gestatte mir nur, sie auf meine Art zu deuten. Sie können das? Was bringt mein Beruf so mit sich? Als Pferdehändler. Ja? Ach. Wer ist eigentlich der Mann da hinten in der Ecke? Den kennst du? Das ist Maupassant, der Schriftsteller Maupassant. Ich trinke darauf, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Wir sehen uns nie wieder. Doch. Wir sehen uns wieder. Und wenn ich mir ihretwegen auch noch in die linke Hand schießen lasse, dann werden sie schon kommen. Die Zukunft. Wir zwei Frauen, die Zukunft. Die Handlinge sagen die Wahrheit. Nur zwei Frauen. Und sie werden wissen, ob ihr Herr Gemahl sie betrügt. Nein, nein, danke. Nein, doch, bitte lassen Sie sie herkommen. Kommen Sie, bitte. Ich wollte so gern mit Ihnen allein sein. Wolke, weiße Wolke. Schicksal spricht und sagt die Wahrheit. Bitte wollen Sie gleich veranlassen, dass das Schicksal sich etwas kurz fasst. Der Herr soll schweigen. Ihr Leben liegt klar vor mir. Ich sehe wie durch ein Kristall. Ich weiß alles. Dann können Sie mir vielleicht auch sagen, wie die Dame heißt. Der Herr soll schweigen. Das große Glück wird kommen. Es greift deutlich in Ihr Leben ein. Aber es wird viel Regen geben. Und der Weg, den Sie gehen wollen, wird schwer zu gehen sein. Das Schicksal spricht. Nie verzagen. Das Glück wird kommen. Das Glück wird kommen. Eine Sehnsucht erfüllt ihr Leben, aber sie geht in Erfüllung. Sie werden glücklich sein, wie noch selten ein Mensch glücklich geworden ist. Der Traum wird Wirklichkeit. Vergessen Sie nicht, ein Kummer wird sein, größer als der größte Berg. Ihn zu überwinden braucht man ein Herz. Über dem Berg liegt das Glück. Sie werden es finden. Wer sind Sie? Ich bin Malerin. Ich arbeite viel und ich werde sehr viel erreichen. Und die Alte hat es doch eben gesagt, ich werde mein Glück machen. Und was ist Ihr Glück? Ich will sehr berühmt werden. Ich will einmal die goldene Medaille auf der Kunstausstellung bekommen. Ja, wenn Sie begabt sind, warum nicht? Ich habe sehr einflussreiche Freunde, vielleicht können die Ihnen helfen. Ich habe nur einen Menschen zu fürchten. Und wer ist das? Maupassant. Wer? Kennen Sie Maupassant? Einer der bedeutendsten Schriftsteller Frankreichs. Er hasst meine Lehrer Passion, darum wird er auch gegen mich sein. Ja, woher wissen Sie das? Er hat keine Ahnung von Kunst. Bitte? Naja. Aha. Hören Sie mal zu, dieser Maupassant ist zufällig einer meiner besten Freunde. Wirklich? Ja, ich kann vielleicht vermitteln. Ich gebe Ihnen einen Empfehlungsbrief. Gut, der Kellner, bringen Sie Papier und Feder. Der empfängt Sie sofort. Sie sind aber eingebildet. Bitte, wollen Sie schreiben? Ja. Diktieren Sie mir. Ja. Mein hochgeehrter und bester Freund Maupassant. Freund Maupassant. Ja. Lasse dich nie durch den ersten Anblick einer Erscheinung täuschen. Haben Sie das? Ja, was heißt das? Überbringerin dieser Zeilen ist eine vom Ehrgeiz besessene Malerin? Das schreibe ich nicht. Es ist aber so. Das braucht doch er aber nicht zu wissen. Das sieht auf den ersten Blick, er braucht sie nur anzuschauen. Dann brauchen Sie die nicht zu schreiben.
Ich habe einen Empfehlungsbrief an Herrn von Maupassant. Ich werde sofort nachsehen. Ja. Einen Augenblick. Passant lässt bitten. Ja, danke. Herr von Maupassant? Pardon, Herr von Maupassant? Ja? Das ist aber ein merkwürdiger Empfang. Bitte nehmen Sie Platz. Ein guter Bekannter von mir, Pferdehändler aus Grenoble, schreibt mir hier, dass Sie meine Protektion in Anspruch nehmen wollen. Ich möchte Ihnen natürlich sehr gerne helfen, aber ich leiste grundsätzlich keine Protektionen. Sie irren sich außerdem, wenn Sie mich für einen Kritiker halten. Ich schreibe nur ganz gelegentlich über Malerei. Und wenn Ihr Lehrer, Herr Bastieu, das Pech hatte, dass mir einige seiner Bilder nicht besonders gefielen... Sie sind Maupassant. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass ich dieses Jahr über die Kunstausstellung nicht berichten werde. Genügt Ihnen das? So, das wäre alles, nicht? Und jetzt bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich habe zu tun. Bleiben Sie noch. Nein, ich will nicht. Ich habe keine Lust, mir dieses Benehmen gefallen zu lassen. Ich habe mit Ihnen noch zu sprechen. Sie sind ein Pflegel. Und Sie? Wissen Sie überhaupt, wie enttäuscht ich von Ihnen bin? Sie sind jung, Sie haben Verstand, aber Sie sind viel weniger als jede andere Frau. Sie haben nichts als Phrasen im Kopf, Ruhm, Ehrgeiz, goldene Medaille. Sie sind gar nichts. Sie sind überhaupt keine Frau. Ist das Ihr Ernst? Nein! Und was macht Ihre Hand? Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Nein. Was noch? Ich muss Herrn von Maupassant sprechen. Es tut mir sehr leid, aber ich kann Sie nicht vorlassen. Jetzt habe ich extra den weiten Weg hierher gemacht. Tja, ich bedauere. Ach bitte, möchten Sie nicht so freundlich sein, mir einen Bleistift und ein Papier geben? Ich möchte Ihnen gerne meine Adresse dalassen. Selbstverständlich, gerne. Sagt Monsieur Gaston dazu, er hebt die Hand und spricht. Wenn's anderen eine Freude macht, so stört's mich wirklich nicht. Madame lernt eines Tages plötzlich kennen den Jüngling Pierre, ein Degenschlucker und ein Feuerfresser. Und Dichter war er. Madame verließ den Gatten schnöde. Der Trottel war zuerst entsetzt. Doch das macht in Paris halt schließlich jede. Das Ärgste kommt jetzt. Pierre war nicht für Grand Amour. Er schickt sie ihrem Mann retour. Oh, was gefunden. Sie hat ihn wieder mal vergessen bei ihren Geliebten. Du spionierst ihn nach? Nein, sie war zufällig auch bei Maupassant. Bei wem? Bei Maupassant. Bei dem Schriftsteller Maupassant. Thank you.
Ist Maria zu Hause? Wieso? Ist sie denn nicht bei Ihnen? Nein. Sie hat dir gesagt, ich dachte... Sie wollte nachmittags kommen, ist aber nicht gekommen. Das ist doch nicht möglich. Ich werde hier warten. Ach, entschuldigen Sie, ich bin so zerstreut. Kommen Sie, Madame Basquiat, ich will sich sicher freuen. Das ist doch Marias Schirm. Ja, sie hat ihn vergessen. Vergessen? Wenn es regnet. Bitte kommen Sie. Ach, Sie sind... Nehmen Sie Platz, Herr Professor. Ist Maria auch da? Maria, die... Maria muss jeden Augenblick kommen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat sie einen anderen Schirm mitgenommen. Na, was macht denn die Arbeit? Danke. Haben Sie überhaupt noch zu tun? Ich? Wieso? Na, über Sie liest man doch komische Sachen in der Zeitung. Wo kommen Sie her, Maria? Ich? Von Basile. Das ist nicht wahr, Maria. Und ohne Regenschirm. Herr Bassi war so liebenswürdig, hat ihn gebracht. Und wenn es geregnet hätte, wie kann man so leichtsinnig sein? Wie kann man so leichtsinnig sein? Entschuldigen Sie, Herr Bassi. Machen Sie uns bald wieder das Vergnügen. Gerne. Laden Sie Marias Liebhaber auch dazu ein. Wen? Er soll sich in Acht nehmen. Bestellen Sie ihm das. Maria. Warum haben Sie mich belogen? Maria, wo waren Sie heute? Warum spioniert ihr mir nach? Darf ich nicht einmal tun, was ich will? Maria, und das sagen Sie mir, Maria, mir. Maria, Maria, Maria. Ich habe ihn so lieb. Wen? Maupassant. Und der Pferdehändler, der ist schon vergessen. Das ist er doch, der Pferdehändler. Maupassant ist der Pferdehändler. Walitzki, alles bisher ist falsch gewesen. Ruhm, Ehrgeiz, es ist alles nichts. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt wie jetzt. Mademoiselle Maria Basquiat, eine unserer begabtesten jungen Malerinnen.
Sie sind Russin, gnädiges Fräulein. Ja. Von Herrn Ingenieur Eifel werden Sie sicher schon gehört haben. Er steht im Begriff, in Paris für die kommende Weltausstellung einen Turm zu erbauen, der über 300 Meter hoch sein wird. Großartig. Allerdings durch sein eigenes Konstruktionsprinzip. Er behauptet nämlich, dass durch die scherengitterartige Montage von Eisenstangen die Stabilität eines Baues bedeutend erhöht wird. Aber sei was nicht sagen. Oh, lieber Mopassar, Herr Eisenstangen. Waren Sie gestern im Theater Saint-Martin? Le Coulon mit Sarah Bernard. Etwas Unerhörtes. Das müssten Sie sehen. Also ich, mein lieber Alf, stehe nun der Sache allerdings etwas skeptisch gegenüber. Da ist eine Szene auf dem Schlachtfeld. Ich sage Ihnen, diese Frau ist wohl die größte Tragödie, die je geboren wurde. Ich werde da nie hinaufsteigen. Das ist das richtige Wort. Ja, das ist das. Denken Sie nur, es ist doch unmöglich. So ein Ding kann doch höchstens 14 Tage halten. Aber nein. Ja, das meine Herren, ich gehe jetzt tanzen. Darf ich zur Kathrin bitten? Ja, sehr gerne. Bitte halten Sie das. Zigarre. Jawohl, mein Herr. Maria sieht großartig aus. So frisch, ganz reizend. Ja, seit es mir gelungen ist, ihr das Malen auszureden. Sie malt nicht mehr? Nein, seit Wochen hat sie ihr Atelier nicht mehr betreten. Endlich habe ich es durchgesetzt. Was Sie sagen. Es ist schrecklich kalt draußen. Aber lassen Sie diese Albernheit. Ich muss Sie sprechen. Was wollen Sie denn? Nicht hier. Kommen Sie, dort ist ein kleiner Salon, so bitte. Wollen Sie mich jetzt durchlassen oder nicht? Nein, ich muss Sie unbedingt sprechen. Das wird Sie sicher interessieren. Es handelt sich um Maupassant. Ja, kommen Sie. Ja.
Trinkhölzer. Schön schaut das aus. Du, wie lang ist das ewig? Ewig? Mehr als 100 Jahre und weniger als eine Sekunde. Weißt du noch unsere erste Begegnung bei den kleinen schmutzigen Kindern an der Bastille? Wir werden immer zusammen sein, Jahre und Jahre. Wir werden ein Haus haben, draußen am Meer. Frierst du? Ja, ein bisschen. Komm, gehen wir hinein. Nein, ich hole mir rasch einen Mantel. Ich hole ihn dir. Nein, bleib du hier, bitte. Ich hole ihn mir selber. Du bringst ihn so viele Leute. Nein, glauben Sie mir sicher, wir haben doch gemeinsame Interessen. Ich kann ihn nicht ausstellen. Jetzt können wir die Sachen in Ruhe besprechen. Bitte geben Sie gar keine Mühe. Ich kenne Ihre Interessen. Sie tun das alles, um mich hier aufzuhalten, weil Sie fürchten, dass ich mit Marias Liebhaber zusammentreffen könnte. Nein, aus mir unbegreiflichen Gründen haben Sie nur die eine Angst, Marias Glück könnte gestört werden. Stimmt das? Also, bitte jetzt lassen Sie mich fort. Mich gehen Ihre Sachen nichts an, bitte kümmern Sie sich auch nicht um meine Angelegenheit. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Lass Sie, Sie sind der Einzige, der mich es sagt. Außer mir weiß es niemand. Nicht einmal Marias Mutter. Sie müssen mir versprechen, dass es von Ihnen niemand erfahren wird. Es steht sehr schlecht um Maria. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was sagen Sie da? Sie wird diesen Herbst nicht überleben. Das ist nicht wahr. Beide Lungenflügel. Verstehen Sie mich schon? Verstehen Sie, dass man einem Menschen, der sterben muss, noch ein wenig Glück geben will? Ja. Ich werde jetzt gehen. Müssen Sie vernünftig sein, ein paar Tage liegen bleiben,
Dann sind Sie wieder ganz gesund. Soll ich ihn mal spielen, Mann? Dann legen Sie nicht hinweg. Kommen Sie. Ist Sie gekommen? Ja, ist gekommen. Regen Sie sich nicht auf, ich werde ihm sagen, dass Sie nicht empfangen können. Walitzki, der darf nichts erfahren. Ich muss mit ihm sprechen. Nein, Maria, Sie müssen ins Bett, Maria. Ich muss mit ihm sprechen. Gestern plötzlich fort gewesen. Ich habe das nicht begriffen, nicht? Nein? Nein. Ich habe dich überall gesucht. Warum hast du das getan? Ich war sehr müde. Also, du konntest nicht warten, du musstest weggehen, so ohne ein Wort? Nicht böse sein. Ich habe es vergessen. Vergessen?
Und ich zermarter mir den Kopf die ganze Nacht. Und du hast vergessen? Hast du gar kein Gefühl? Ich will dir etwas sagen. Ich habe sehr viel über uns nachgedacht. Mir ist keine Ruhe, weißt du? Es ist... Vielleicht wirst du es nicht verstehen. Ich brenne vor Ehrgeiz. Ich will mehr sein als alle. Ich will die goldene Medaille für mein Bild. Ich kann nicht lieben wie eine andere Frau. Tut mir leid. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, es ist besser, wir gehen auseinander. Wie Sie wollen, Maria Waschkirze. Wir machen eine kleine Pause. Schmeckt? Ja, willst du ein bisschen haben? Nein, danke. Und du hast gar nichts. Nein. Ich esse heute nicht, weil nämlich mein Vater heute Abend kommt. Der bringt dann was Schönes zu essen mit. Der ist Matrose. So. Ich will auch mal Matrose werden, aber Kapitän. So. Warum denn? Ach, wir haben so eine schöne Uniform, so mit goldenen Streifen und so. Hast du noch nie einen Kapitän gemalt? Nein, noch nie. Jetzt bin ich ja noch klein. Aber wenn ich mal groß bin und zu dir komme und Kapitän bin, dann malst du mich, ja? Maria, ich muss das. Lass mich allein. Ich habe ihn fortgeschickt. Ich habe ihn fortgeschickt. Ich habe ihn fortgeschickt. Ich habe ihn fortgeschickt. Was? Raphael ist ein bisschen übertrieben. Ja, wie spät ist es denn? Sei doch nicht so ungeduldig. Dann werde ich gleich holen. Na, darf ich gratulieren? Ach, bitte, lieber Freund, noch nicht, um Gottes Willen. Danke vielmals, ich bin nämlich abergläubisch. Nicht bevor ich das Ding hier habe. Guten Tag, Herr Doktor. Ich suche Maupassant. Hier? Ja, ich kann ihn nicht finden, ich war schon in seiner Wohnung. Er ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. Da suchen Sie ihn hier? Das ist ja kein Nachtlokal. Herr von Maupassant dürfte sich ganz woanders herumtreiben.
Herr Bastien. Maria stirbt. Sie verlangt nach ihm. Wollen Sie mir helfen, ihn zu suchen? Ich? Ich? Herr Professor Bassieu, bitte. Da ist er. Reden Sie näher, Herr Bastien. Ich habe die Ehre, Ihnen die große goldene Medaille für Ihre wirklich meisterhafte Leistung zu überreichen. Die Jury hat fast einstimmig ihr Bild Ruhendes Mädchen für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Und es ist der seltene Fall eingetreten, dass die große goldene Medaille mit 41 gegen eine einzige Stimme verliehen wurde. Gestatten Sie, Professor Bassieu, dass ich Ihnen meine herzlichste Gratulation ausspreche. Danke, Exzellenz. Aber ich bitte Sie, seien Sie doch vernünftig. Wo ist Maupassant? Aber er ist nicht hier. Aber ich erkläre Ihnen doch, er ist nicht hier. Okay, er ist da. Ich weiß es. Aber nein. Maupassant. Aber machen Sie doch keine Geschichten. Maupassant. Aber lassen Sie doch das. Ich bitte Sie vielmal. Maupassant. Was wünschen Sie? Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Es ist mir furchtbar peinlich, Herr von Maupassant. Ich habe bereits die Polizei. Lassen Sie los. Bitte. Ich möchte mit Ihnen allein sprechen. Sie sind alles gute Freundinnen von mir. Ich habe keine Geheimnisse von Ihnen. Es handelt sich um Maria Waschlitz. Geht hinaus, Mädels. Maria Waschlitzew. Kommen Sie hier. Maria Waschlitzew soll leben. Maria Waschlitzew stirbt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich fürchte. Pardon, eine Sekunde nur. Ich habe meine Handtasche vergessen. Ich kann sie nicht finden. Ich gehe sofort wieder. Ich will nicht stören. Sag mal, hast du vielleicht meine Tasche gesehen? Eine kleine weiße mit Perlenstickerei. Ich wollte Sie bitten, zu ihr zu gehen und ihr die goldene Medaille zu bringen. Sie hat sich so sehr gewünscht. Warum gehen Sie? Sie sind doch Mitglied der Jury. Danke, Basil. Sonst kommen Sie zu spät. Soll ich ihn reinholen?
Nein. Ich will aufstehen. Gebt mir einen Spiegel. Bringen Sie mir ein bisschen Rouge und einen Kamm. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so empfangen. Ich bringe Ihnen eine gute Nachricht, Maria. Der Präsident der Kunstakademie hat Ihnen die große goldene Medaille verliehen. Hier, Maria. Freuen Sie sich denn gar nicht? Ja, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Weißt du noch die Wahrsagerin? Ein Kummer wird sein, größer als der größte Berg. Ihn zu überwinden braucht man ein Herz. Gib mir deine Hand. Ich will auch drin lesen. Dir gesagt hat, ich lieb dich nicht. Sie hat dir von ihrem Ehrgeiz erzählt. Diese Frau hat dich gelogen, weil sie dich geliebt hat. Sie hat gelogen, weil sie wusste, dass sie sterben muss. Du darfst ihr nicht böse sein, Kuss. Sie hat nie aufgehört, dich zu lieben. Und